Die Polizei hat uns alle nach Berlin eingeladen für einen Schweigemarsch zum Gedenken an Rufen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich möchte euch heute berichten von einer Veranstaltung, die am Freitag stattfinden wird in Berlin, denn wir sind alle recht herzlich eingeladen worden. Starten wird das Ganze am Freitag, den 7. Juni 2024, um 12 Uhr am Potsdamer Platz in Berlin Mitte. Es gibt hier eine Pressemitteilung, aus der ich euch jetzt zitiere. Sie ist von der Gewerkschaft der Polizei und der Deutschen Polizeigewerkschaft, also die zwei Gewerkschaften, die eigentlich nicht miteinander arbeiten, sagen Folgendes. Nach dem grauenhaften islamistischen Terrorakt, bei dem ein 29-jähriger Polizist in Mannheim heimtückisch ermordet wurde, setzen die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei ein klares Zeichen für die Demokratie und rufen zum gemeinsamen Schweigemarsch an diesem Freitag auf. Eingeladen sind alle Interessierten, die ein gemeinsames Signal für unser demokratisches Zusammenleben setzen und rufen, gedenken wollen. Beide Gewerkschaften wehren sich hier entschlossen gegen eine Instrumentalisierung. Fahnen, Flaggen und Transparente sind unerwünscht. Kundgebungen wird es vor Ort nicht geben. Die Teilnahme in Dienstkleidung ist gewünscht, aber ohne Dienstwaffen. Das ist eine sehr gute Veranstaltung, eine sehr wichtige Veranstaltung. Das Ziel wird die Landesvertretung NRW sein, ganz in der Nähe vom Reichstag. Bis zum Reichstag kommt man jetzt aktuell nicht vor, wegen der aufgebauten Fanmeile für die EM. Aber ich finde es wichtig, dass wir sowas unterstützen. Jeder, der Zeit hat, für den es nicht so weit ist aus Berlin, Brandenburg oder Leute, die auch bereit sind, dafür nach Berlin zu kommen, kommt am Freitag. Unterstützt unsere Kollegen, denn es können nicht alle auf die Demo bzw. zu diesem Schweigemarsch kommen, denn die anderen müssen ja weiter ihren Dienst tun in diesem Land. Und dafür bin ich dankbar. Und es ist hier der gemeinsame Schweigemarsch der Blaulichtfamilie in Berlin, um endlich in der Politik für etwas Bewegung zu sorgen. Und ich wollte dir das hier nicht vorenthalten. Ich sehe ja, dass aus Berlin hier auch einige Zuschauer auf dem Kanal dabei sind, aber vielleicht erreichen wir ja noch mehr Menschen und jeder, der am Tag um 12 Uhr Zeit hat, kommt bitte nach Berlin zum Potsdamer Platz und unterstützt unsere deutschen Polizeigewerkschaften hier und gedenken wir noch einmal an Rufen. Ich versuche selbst vor Ort zu sein, allerdings streiken in Berlin inzwischen die Kitas wieder, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Allerdings, wenn ich dabei sein kann, versuche ich auch, das Ganze eventuell bildlich festzuhalten, damit wir davon noch etwas haben in der Zukunft. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Unterstützt du das? Kommst du auch am Freitag zum Potsdamer Platz nach Berlin? Schreib mir doch mal einen Kommentar und lass doch noch mal ein Licht da, eine Kerze für Rufen. Damit bis bald.